euch kennt es. Ihr habt jetzt ganz spontan noch ein Geburtstagsgeschenk gefunden oder halt einen Gutschein gekauft, weil ihr sonst nicht weiter wisst, was ihr euren Liebsten auch schenken könnt. Hier habe ich zu einmal ganz tolle Geschenkboxen einfach gestaltet, womit ihr diesen Gutschein einfach wunderschön verpacken könnt und es wirklich ein kleines Highlight ist, diese Box zu öffnen. Was wir alles benötigen, ist auf jeden Fall die Pappe eurer Wahl. Hier habe ich mich für eine Flamingo-Pappe entschieden, die beidseitig halt auch bedruckt ist, so wie hier auf der anderen Seite. Und das ist die Innenseite. Zusätzlich bräuchten wir einmal einen Klebestift, eine Schere oder ein Cuttermesser, ein Lineal. Wenn ihr ein Cuttermesser nehmt, am besten eine Unterlage. Und wenn ihr habt, ein Falzbein. Ihr könnt das aber auch einfach mit dem Finger machen oder halt euch irgendwas Härteres nehmen und die umgeknickte Kante quasi da nochmal richtig schön falzen. Kommen wir zu den Maßen, und zwar haben wir hier eine Länge von 40 cm und eine Breite von 30 cm. Wir möchten jetzt einmal die Falzung machen. Das machen wir, indem wir oben und unten 5 cm einmal mit unserem Falzbein abfalzen und auch einmal in der Mitte. Jetzt legen wir unser Lineal quasi zwischen den beiden Falznuten. Da rechnen wir uns jetzt einmal die Mitte aus. Da sind wir hier bei 30 cm. Die 15 wäre dann die goldene Mitte. Und von dort aus gehen wir jetzt 2,5 cm und zeichnen das jeweils auf der einen Seite ein. Haben, werden wir jetzt noch die Außenseiten einmal falzen. Auch da gehören 5 cm einmal heran. Das messen wir einmal hier aus. Wobei wir können auch einfach das mal hier ranlegen. Das ist gut an so einer Unterlage, da muss man nicht so viel messen. So, 5 cm bis zur 10 und dann können wir hier einmal falzen. Ihr könnt wie gesagt das einzeichnen. Ich bin ziemlich faul. Und schenkt mir das. Nachdem wir alles einmal gefalzt haben, knicken wir das hier einfach mal alles einmal um. Dann sehen wir unsere Falzung einfach besser. Jetzt seht ihr wahrscheinlich auch die Falzung besser und jetzt geht es um das Einschneiden. Und zwar müssen wir die hier einmal einschneiden, das hier einschneiden, hier und einmal andersrum die hier. Das zeige ich euch jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf. Jetzt geht es einmal ums Kleben. Wir fangen erstmal hier vorne an. Ich benutze ganz oft von meinen Nähsachen immer noch diese schönen Klammern. Dann hält das einfach mit dem Kleber ein bisschen besser.
jetzt meine beiden Flamingo-Boxen. Ich habe beim Basteln nicht wirklich drauf geachtet, dass das richtig rum ist. Wenn ihr so eine Box macht und auch doppelseitig quasi das Papier bedruckt ist, dann achtet bitte drum. Also hier habe ich es ja gemacht, bei dem habe ich es nicht gemacht. Da stehen die Flamingos auf dem Kopf. Und auch hier ist es quasi einmal so herum. Das macht aber auch ehrlich gesagt nicht viel, weil ich hier einfach nur so Krimskram reinklatsche, Bastelzeug oder halt auch hier zum Beispiel sind die Klammern drin und Nähzeug werde ich halt hier reinpacken. In dem Intro hattet ihr noch eine andere Box gesehen und das habe ich ziemlich schnell an demselben Tag gemacht und auch schon verschenkt. Deswegen kann ich euch jetzt nicht nochmal genauer erklären, wie ich das mit dem Gutschein gemacht habe. Aber ich erkläre es euch erstmal so. Ich habe hier quasi nochmal Pappe mit reingeklebt, habe diese 5 cm gefalzt, beziehungsweise hier 5 cm und hier hatte ich auch 5 cm gefalzt, habe aber das nicht hier reingeklebt, also hier 10 cm freigelassen und den Knick so gemacht, dass der halt hier zuvor raussticht und dann habe ich quasi da einen kleinen Schnitt gemacht und den Gutschein reingesteckt. Wenn ihr wollt, kann ich gerne darüber auch nochmal ein Video machen. In diesem Fall habe ich halt nicht gemacht, weil ich nur noch diese Flamingos Pappe habe und die ja beidseitig bedruckt ist und es einfach zu schade ist, da jetzt was reinzukleben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal. Ich freue mich auf euch, auf ein nächstes Mal in der Bastelrunde. Tschüss!